Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Es ist gerade, glaube ich, eine sehr, sehr schlechte Zeit, Alhamdulillah. Ich wollte euch nur sagen, ich habe euch ja gestern gesagt, dass der Freund von mir, dass sein Sohn, also dass bei ihm jetzt 2 Jahre alt, da gibt es Krebsverdacht, Blutkrebsverdacht. Und dass heute die Ergebnisse kommen. Es ist heute erstmal das Erste und ihr solltet Dua machen, dass das Ergebnis also positiv für die Familie und negativ für den Krebs, also dass er keinen Krebs hat. Und Alhamdulillah, es scheint, dass eure Dua erhört wurde, denn die ersten Tests sind auf jeden Fall so, dass kein Krebs festgestellt werden konnte. Alhamdulillah. Und deswegen bitte ich euch auch weiter, Dua dafür zu machen. Denn es kommt jetzt noch irgendwie ein anderer Test. Es gibt da wohl mehrere Tests, wo man dann endgültig feststellt, ob der kleine Junge Krebs hat oder nicht. Und deswegen bitte ich euch hiermit nochmal, Dua zu machen. Allah, mache, dass der Junge keinen Krebs hat. Allah, mache, dass der Junge keinen Krebs hat. Allah, mache, dass der Junge keinen Krebs hat. Weil mir liegt da viel am Herzen, gerade weil der Bruder mir immer geholfen hat. Das ist einer meiner besten Freunde. Ich kenne ihn schon aus dem Jahr 1988 oder 1998 oder 1999, Alhamdulillah. Das heißt also, bisher sieht es ganz gut aus. Das wollte ich euch erstmal gesagt haben. Dann wollte ich euch sagen, erstmal Entschuldigung, wegen, es gibt sehr, sehr viele Fragen. Ich war ja auch sehr, sehr viele Fragen und ich komme leider nicht dazu, alle Fragen sofort zu beantworten. Habt da bitte etwas Geduld und ich bitte da auch um gutes Benehmen bei solchen Angelegenheiten, ja? Also manche Leute, die tun so, als wenn sie der Mittelpunkt des Universums wären. Und wenn man die Frage nicht sofort beantwortet hat, kommt, ey, was ist mit meiner Frage? Ja, man kann ruhig fragen, kann sagen, Bruder, ich wollte dich nochmal erinnern, wäre echt super, wäre echt nett, wenn du mir die Frage beantwortest. Manchmal haben wir auch keine Antwort, manchmal übersehen wir auch eine Frage. Ihr seht, die Seite hat sehr viele Follower, Alhamdulillah. Und da schafft man das nicht immer so leicht. Ich wollte euch auch darauf aufmerksam machen, auf meinen Instagram-Account. Da werden auch Fragen, da bin ich übrigens der einzige Admin. Da werden auch Fragen beantwortet. Und zwar, da der die Internet-Account ist, ich habe also eine Mütze und so einen Kopf und man sieht mich von der Seite, wie ich beide Hände am Kopf halte. Ja, also ich habe eine weiße Mütze an. Pierre Vogel Dawa heißt der Account. Okay, das wollte ich dazu sagen. Dann wollte ich sagen, auf welche Fragen ich gar keinen Bock habe. Ja, sind Fragen, die mit Heirat zu tun haben. Oder genau gesagt, Fragen, wo mich jemand fragt, ob ich eine Frau für ihn habe. Ja, also ich bin ehrlich gesagt kurz davor, jeden, der mir diese Frage stellt, sofort zu blockieren, weil es mich extrem nervt. Ja, es nervt mich extrem. Leute, ich bin kein ich habe keinen Markt für Frauen. Ich habe das Gefühl, manche Leute, mich schreiben Leute an aus Marokko, kannst du mir eine deutsche Frau besorgen oder aus Algerien, aus Ägypten oder was? Als wenn ich irgendwie einen Heiratsmarkt zu Hause hätte oder wenn mir die Frauen vor der Tür stehen und sagen und warten darauf, dass ich sie mit irgendjemandem verkuppel. Hör mal, es gibt hunderttausende Männer, die heiraten wollen und hunderttausende Frauen, die heiraten wollen. Und wenn ich eine Frau kennen würde, die heiraten will, dann werde ich sie bestimmt nicht irgendeinem Wildfremden, für den ich kein bisschen garantieren kann. Ich kann ja noch nicht mal für enge Freunde garantieren, die ich kenne, weil man, ich kenne sie, wie sie zu mir sind. Ich kann ja nicht dafür garantieren, wie sie in der Ehe sind. Das heißt, aber wenn ich jetzt jemanden vermitteln würde, dann natürlich eher jemanden, den ich kenne und nicht irgendjemanden Wildfremden aus irgendeinem Land. Ja, hallo, ach, da ist eine Frau, ja, oh, super, können wir ja mal heiraten. Und für mich sowieso, wenn jemand fragt, ich will gerne eine deutsche Muslimin heiraten. Für mich ist das eine Person, die überhaupt nicht verstanden hat, worum es in der Ehe geht. Denn wenn es ihm wirklich um Ehe geht, dann fragt er, ich hätte gerne eine rechtschaffene Muslimin im Alter von bis, weil das sind typische, die mit den Eigenschaften dieses und jenes und nicht die Eigenschaft ist, dass sie deutsch ist. Ja? Man muss sofort vermuten, wenn jemand so eine Frage hat, dass es ihm nur darum geht, Papiere zu bekommen.
Warum ausgerechnet Deutsch? Welchen Vorteil hat die deutsche Frau gegenüber irgendeiner anderen Nationalität? Überhaupt gar keinen. Allah sagt im Koran: Ja, eyyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen, einem weiblichen Wesen erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Völker und Stämme, Deutsch, Arabisch, Türkisch und so weiter und so fort. Der Beste von euch ist der Gottesfürchtigste. So, was hat das mit Deutsch zu tun? Ich hätte gerne eine deutsche Frau. Ja? Wofür? Ach so, von der Hautfarbe? Ja, okay, eine Russin. Warum dann Deutsch? Schwedin. Oder es gibt auch blonde Marokkanerinnen. Nicht so häufig, aber gibt es auch, wenn es dir so um das Aussehen geht. Aber mir kann doch keiner erzählen aus einem arabischen Land, dass für ihn eine Frau mit einem arabischen Aussehen ein absolutes No-Go ist und er unbedingt genau vom Aussehen her diesen Typ von Frau hat und auf den anderen Typ von Aussehen gar nicht, kann mir doch kein Mensch erzählen. Also ich meine, es kann ja sein, dass man eine bestimmte Vorliebe hat. Ja, der eine Mann beispielsweise, der steht mir, also dem sein Geschmack ist eher Südländerin, der andere eher Europäerin, das kann man mir erzählen. Und der andere eher Afrikanerin oder was weiß ich, da kann man ja erzählen. Aber nein, ich schließe alle aus, außer diese Hautfarbe. Und außerdem, es gibt ja auch deutsche Frauen, die südländisch aussehen. Das ist ja völlig, absoluter Schwachsinn. Und dann schreiben dann einige, ich habe echt manchmal gefragt, warum ausgerechnet Deutsche? Weil ich wollte kapieren, was der Sinn dahinter sein soll. Warum ausgerechnet der Deutsche? Wie gesagt, ich habe nichts, ich bin selber deutsch. Meine Frau ist arabisch. Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand verheiratet ist. Aber dass ich mich gezielt auf die Suche mache, nach einer deutschen Muslimin und nicht nach einer Muslimin, dieses, jenes. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, vom Aussehen her stehe ich auf diesen und jenen Typen, von der Figur her. Ja, ich kenne jemanden, ich kenne einen Bruder, der hat sich scheiden gelassen, hat sich scheiden gelassen, weil er, ohne sich die Frau anzugucken, geheiratet hat und er beispielsweise auf korpulentere Frauen steht und die Frau halt ganz zierlich war. Und das, so, das heißt, sowas könnte man angeben. Ich hätte gerne eine Frau, die zierlich ist oder, ja, und manche, die können gar nicht, wenn eine Frau viel größer ist als er oder viel kleiner. Das könnte ja theoretisch sein, aber Deutsch, Deutsch, dass das Hauptauswahlkriterium ist, Muslimin und Deutsch. Wer so etwas sagt, hat für mich keine Ahnung von der Heirat. Und würde ich sowieso, ist für mich nicht reif für eine Heirat. Würde ich sowieso, selbst wenn ich eine kennen würde, würde ich ihm keine vermitteln. Und ich habe, wie gesagt, gar keinen Kontakt zu Frauen, die heiraten wollen. Ich habe in meinem Handy, außer jetzt, was natürlich meine Ehefrau angeht oder Leute aus meiner Familie, meine Mutter etc., ich habe von einer einzigen Frau habe ich die Telefonnummer bei mir im Handy, ja, vom Sven Lau. Seiner Frau, weil der im Gefängnis war und ich ab und zu bei der Frau anrufe. Ansonsten habe ich mit gar keiner Frau was zu tun. Und ich halte mir die auch vom Leib, nicht weil ich was gegen Frauen habe, aber weil einfach die Situation, das nicht zur Situation passt. Ja? Ich meine, was haben die Leute sich gedacht? Hi Schwester, wie geht's dir? Ach ja. Ja, ich kenne da. Stell mir vor, ich würde jetzt eine deutsche Muslimin kennen, ich habe ihre Nummer. Und sage dann zu ihr, ja Schwester, gestern hat sich jemand gemeldet aus so und so, aus Syrien, der will gerne eine deutsche Muslimin heiraten. Hast du Bock drauf? Was wird die denn sagen? Ja, wer ist das denn? Kennst du den? Kannst du den empfehlen? Leute, ich bin keine Heiratsvermittlung. Jeder muss seine Aufgabe übernehmen. Wenn es Leute gibt, die eine Heiratsvermittlung machen, guck mal, erstmal, ich rede über das, worauf ich Lust habe. Okay?
Mir schreibt hier keiner vor, worüber ich rede. Ich rede über, was ich Lust habe. Wenn einer ein Problem damit hat, soll er auf eine andere Seite gehen. Mir braucht hier keiner vorzuschreiben, worüber ich hier rede oder nicht rede. Ja? Und ich will das klarstellen, was es für Fehlverständnisse bezüglich Heirat im Islam gibt. Okay? So. Weil wer so etwas erzählt, hat keine Ahnung von der Heirat. Man sucht eine Frau nicht nach der Nationalität oder nach dem Reisepass aus. Man sucht eine Frau aus, an erster Stelle nach dem Charakter und der Religion, an zweiter Stelle nach anderen Umständen, wie zum Beispiel das Aussehen. Weil das Aussehen in einer Heirat sehr, sehr wichtig ist. Damit meine ich nicht, dass die Frau oder der Mann der schönste Mann oder die schönste Frau der Welt sein sollen, sondern damit möchte ich sagen, dass eine gewisse Anziehung da sein muss. Viele Geschwister machen den Fehler. Und man erzählt ihnen, achte gar nicht darauf. Du brauchst gar nicht aufs Äußere zu achten, Hauptsache der Charakter stimmt. Und dann, wenn sie verheiratet sind, bringt das nach einer gewissen Zeit Probleme mit sich. Man heiratet, um sich vor Sina zu schützen. Wenn man den Mann oder die Frau nicht zu einem gewissen Grad attraktiv findet, ist das etwas, was Probleme in der Ehe gibt. Und ich rate ganz klar davon ab, nochmal, die Frau oder der Mann muss nicht der schönste Mann oder die schönste Frau auf Erden sein, aber es muss eine gewisse Attraktivität und Anziehung dabei sein. ونقول هذا الكلام الآن باللغة العربية. كثيرا ما أسأل بخاصة من الإخوة من البلدان العربية. يا أخي أبا حمزة من فضلك ساعدني، أنا أريد أن أتزوج مسلمة ألمانية. وهذا السؤال أظن لا يصل إلي سؤالا لم يصل إلي سؤالا بهذه الكثرة مثل هذا السؤال. أنا أريد أن أتزوج مسلمة ألمانية. وأنا فعلا استغربت ما هي ميزة الألمانية على غيرها من الجنسيات. ما هي ميزة؟ هل تريد الفكرة الأولى لكل ألمانية التي تسمع هذا الكلام؟ لو عرفت الآن، أولا أنا لا أعرف مسلمة ألمانية واحدة وبيني وبينها علاقة واتصال. هذا هو الأول. لأن أنا داعية وأنا لست ولا يناسبني أن تكون عندي أرقام النساء وأتكلم معهم وأتصل ما أتصل بهم. يا أختي كيف حالك؟ هذا لا يوجد عندي أولا. ولكل شخص وظيفته. أنا داعية، أنا أحاول أن أشجع الناس، أنا أحاول أن أعلم الناس ما عندي من العلم القليل. هذا هدفي، وليس عندي الإمكانية وأن أكتب الأسماء النساء، أو عندي إحصائيات أو قائمة الأسماء النساء الألمانيات اللواتي يردن الزواج. نعم. ثم تصور لو افترضنا أني أعرف مسلمة ألمانية وهي تريد زواج، لو عرفتها، ها؟ لو افترضنا، ماذا تتصورون لو اتصلت بها وقول يا أختي فلانة، أمس أرسل لي شخص من سوريا أو من الجزائر أو من المغرب أو من تونس أو من مصر، أرسل إلي رسالة في فيسبوك ويقول أنه في أمس الحاجة في الزواج المسلمة الألمانية، هل أنت مستعدة؟ ماذا هي تقول لي؟ أولا، الإخوة الذين يسألون هذا السؤال كثيرون جدا جدا جدا، كما قلت لم أرى سؤالا بهذه الكثرة مثل هذا السؤال. هم كثيرون جدا. ماذا يتقول؟ يتقول لي هل تعرفه؟ أقول له لا أعرفه، ولكن هذا أخ من مصر يريد الزواج. طيب، تصور أنت أختك، تصور واحد يعني يرسل إليك رسالة
Anna Muslim min al balad kada wa kada uridu zawaj bi Muslima min hal ukhtuka musta'idda wa anta la tarifuhu wa anta la tarifuhu wa ana بالنسبة لي ليس لي الوقت أن أستفسر عن كل شخص يسألني هذا السؤال. ثم أضرب لك مثالا، مرة أرسل إلي شخص رسالة صوتية وأنا أصلا لا أستمع إلى رسائل صوتية التي تصل إلي، لا أستمع إليها أصلا، كل دائما أكتب حاجتك على كل حال. ولكن هذا السؤال أخ من المشرفين على الموقع قال هذا باللغة العربية ولا أنا لا أفهم، استمع لهذا. أنا استمعت لهذا الكلام وكان رسالة صوتية 20 دقيقة. وبدأت السؤال هكذا بالبطء شديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا حمزة، أنا أعرفك منذ زمان. أنا أردت أن أستمع للكلام، ثم ومن عادتي أني أبدأ دائما ببعض الآيات بحديث، ثم بدأ أن ينقل أحاديث المساعدة والأخوة، والله في عون الأب ما كان عبد في عون أخيه. أنا قلت لصديقي، أنا كنت فقط في دوري لو كان عندي فراسة جيدة، أنا قلت له أندو أنا استمعت الآن الرسالة 3 دقائق، متأكد هو يسأل عن الزواج، هو يريد أن يسأل، ولذلك أنا استمعت لهذا الكلام. هو يسأل أولا، يتكلم مساعدة في الإسلام، ثم يتكلم الناس الذين لم يساعدوه، ثم وهو لم يذكر إلى أن حاجته فقط، ولكن أنا أعتبرك مختلفا عنهم وكذا. ثم في نهاية الرسالة الصوتية يقول وأنا أبحث عن زوجة ألمانية لأن عندي تجربات سيئة مع العربيات، أي النسوة من البلدان العربية. أنا أردت أن أقول له يا أيها الوقيح، زوجتي مغربية، زوجتي عربية، هل تريد أن تصب العربيات؟ أمك من أين هي؟ أمك عربية وأنت تقول عندي تجربات سيئة من العربيات؟ ما هذا الكلام يا أخي؟ أمك عربية، أختك عربية، وأنت تسأل شخص وأنت لا تريد زوجة عربية بل تريد زوجة ألمانية لأن عندك تجربات سيئة. كم جربت من النساء؟ كم جربت من النساء؟ 2 3. إذن بمعنى عندي تجارب، أنا تزوجت مرة واحدة عربية، إذن كلهن هكذا. أخي في كل مكان وفي كل زمان توجد صالحات وطالحات، في كل مكان وكل زمان يوجد صالحين، يوجد صالحون وطالحون. هذا هو الله يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس إن أكرمكم عند الله الألمانيات والجزائريات وكذا كذا. هذا هو الشخص الذي يبحث عن المرأة، يبحث عن الزواج أو يريد الزواج، يريد الزواج بامرأة صالحة، سواء ولابد أن تكون هناك نوع من الجذب من حيث الجمال. لا أقول أن هي أجمل المرأة في العالم، ولا أقول أن الرجل لابد أن يكون أجمل الرجل في العالم، بل لابد أن يكون هناك نوع من الجذب ونوع من الجمال، وهذا حسب الشخص. هناك الرجل يحب المرأة يعني السمينة، هناك الرجل يحب المرأة نحيلة. الحمد لله أن المذاق تختلف.
Alhamdulillah, en el mazak tachtelif. Na, lidalik, hadr kalam fa'lan, kama kultu, ana leysad li ayy alaqa bi imra'atin almaniya turidu zawash. Leysa li ayy alaqa wa leysa ladayya ayy raqam hatif o alaqa o mitha thalik. Na, wa ana asal, li kulli shakhs yuridu الزواج بنية صالحة أن يوفقه في ذلك ألا موفقه في الزواج بامرأة مسلمة صالحة نعم ولكن أنا لا أستطيع أن أساعد أحدا وبالنسبة لي من يبحث عن الجنسية المنية بذاتها هو ليس أهلا للزواج لأنه لا يفهم أصلا لأي أس... لأي يعني ل... لماذا لأي شيء تختار المرأة المسلمة ولماذا هو يريد الزواج يريد الزواج لأوراق يعني هذه الفكرة الأولى لا تقول لا تسوء الظن بالإخوة لا هذا ليس سوء الظن الله يقول في القرآن إن بعد الظن إثم إن بعد الظن إثم لا يقول إن كل الظن إثم يقول إن بعض الظن إثم ليس كل الظن إذا قال الشخص أنا لا أريد الزواج إلا بامرأة ألمانية ماذا أقول هذا غير منطقي هذا غير منطقي أنت لا تريد زواج بامرأة من 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 بلدك هذا مستحيل سبحان الله يا أخي أنا أقول لكم بكل صراحة الحمد لله زوجتي عربية وأنا لما بحثت عن الزواج أنا بحثت عن الزوجة العربية ولكن ليس ضروري أنا بحثت عن أي مرة ولكن كان عندي تفاضل قليل كان عندي تفاضل قليل من الزوجة العربية لأني أردت أن الأولاد يتعلمون اللغة العربية في البيت هذا كان عندي الفكرة ولكن لو التقيت امرأة ألمانية وامرأة تركية وامرأة أي امرأة صالحة يعني وشكلها أو جمالها يناسبني يعني لا تزوجتها نعم هذا أريد أن أقول لأن فعلا هذا يزعجني جدا تقريبا كل يوم أنا أريد زوجة مسلمة ألمانية ثم يأتي بعض الناس يقولون لا المرأة التي أسلمت أفضل من المرأة التي لم تسلم لأن هي أكثر تمسكا بالدين أولا أنت لا تتزوج بالنسبة بل بالحقيقة لو كانت هذه النسبة صحيحة لابد أن تنظر في حال المرأة ثم العدد الكامل للعربيات على سبيل المثال المتمسكات بالدين أكثر لأن كم من الألمانيات على سبيل المثال أسلمنا كم نقول 100,000 مثلا لو افترضنا 100,000 منهن كم منهن قد تزوجنا طيب نقول تبقى 50,000 ثم من منهن تناسبك في شكلها نقول مثلا 10,000 ثم السن ثم يعني العقلية ومثل ذلك هذا كلام هذا فعلا يعني أنا لا أفهم كيف يبحثون الناس عن الزوجة الصالحة بالجنسية وأنا أقول الآن فعلا من يسألني مرة أخرى الزوجة الألمانية أو الزوجة الألمانية يعني أنا أمنعه من الدخول في من الكتابة في الموقع مباشرة لأن هذا يزعجني ولكن من يريد أن يسألني عن زوجة أقول له الآن أنا ليست لي علاقة بامرأة واحدة تريد الزواج
نعم وأنا لا أستطيع أن أكون ضامنا لأي رجل ولأي امرأة وأتمنى لكم الخير وأدعو الله أن يرزق كل مرأة التي تريد الزواج برجل صالح وأسأل الله أن يرزق كل رجل يريد الزواج بنية صالحة أن يرزقه بزوجة صالحة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأدعو الله لهذا الطفل الصغير ألا يكون عنده سرطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته